Herzlich willkommen zu meiner ersten Online-Meditation, zur Weihnachtsmeditation. Ich möchte mich mit dir gemeinsam vertiefen in die Besonderheiten dieser Zeit, in die kräftigen Tore und ich möchte mit dir diese Qualitäten erleben und erfahren. Ich freue mich sehr, dass du da bist und gemeinsam wollen wir jetzt erst einmal miteinander ankommen und atmen. So, schließe deine Augen. Und nimm einfach deinen Atem wahr. Wie er ein- und ausströmt. Du brauchst nichts zu tun. Einatmen, ausatmen. Und wenn du möchtest, dann öffne dein Herz und lass uns verbunden sein für diesen Meditationsweg. Und dann öffne deine Augen. Und komme zurück ins Hier und Jetzt. Die Mayas hatten für dieses Jahr ein Sturmjahr vorhergesagt, in dem Wurzel und Stamm Bestand hält. Und es war wirklich ein sehr chaotisches Jahr, sehr turbulent. Und es hat uns durchgerüttelt. Und gleichzeitig haben wir auch Qualitäten gelernt, lernen müssen. Wir haben tiefe Werte entdeckt, nämlich uns einzulassen auf den Augenblick, dass wir wegkommen von weiten Planungen und es so nehmen und uns einlassen auf das, was ist und uns geboten wird. Und darin ernten wir ein tiefes Vertrauen und ein Ankommen in uns selbst und wir erfahren unsere Bemächtigung und die Verlässlichkeit auf uns. Es hat uns global gemeinsam erwischt. Und ein jeder geht anders um mit dieser Situation. Es gibt nicht eine Einheit. Es gibt die Verschiedenartigkeit. Und in diesen Umgängen entdecken wir die Vielfalt, die wir sind. Wir sind eins und vielfältig. Und jede Art des Umgangs dient der Transformation dieser Zeit. Und dass Wandel nötig ist, das wissen wir schon lange. Mein Weg ist der Weg des Lichts, des Vertrauens und des tiefen Glaubens, dass alles gut ist und wird. Und gerade an Weihnachten ist eine schöne Zeit, dieses Licht, das wir haben, uns zu besinnen und aufzunehmen und es genau da hineinzubringen, wo wir es brauchen und uns wünschen und es zu teilen mit Menschen, die wir lieb haben oder überhaupt global in die Welt hinaus. Und in diese Vorgänge möchte ich mit dir gemeinsam eintauchen. Das kommende Jahr 2021 ist ein Saturnjahr. Ein Saturnjahr hat Bewegung und hat die Kraft, uns in Wegen zu begleiten, Veränderungen zu ermöglichen. Und wenn in so eine aufgebrochene, chaotische Zeit
die Dynamik der Bewegungen kommt, dann geht es darum, dass wir Schritt für Schritt gehen, dass wir immer mal wieder eine Atempause machen und uns besinnen. Und auch wenn wir manchmal das Ziel nicht wissen, so geht es darum, dass wir uns ganz offen in die Veränderung eingeben und einfach die Veränderung erlauben. Vor allen Dingen geht es darum, weiter ins Wassermann-Zeitalter hineinzuschreiten, in die Einheit von Gedanke, Wort und Tat. Illusionen fallen ab in dieser Zeit. Scheinwelten zerplatzen. Und diese Einheit von Gedanke, Wort und Tat ist wichtig im Wassermann-Zeitalter. Es geht nicht darum, eines zu haben. Wir brauchen alle drei Kräfte in eine Einheit gebracht und ausgerichtet nach der eigenen Wahrheit, die du sein möchtest, und nach der Wahrheit, die du bist. Wie bei einem Fahrzeug, wenn du der Fahrer bist, geht es darum, dass du lenkst, dass die Karosserie macht, wie du sie lenkst und wie schnell du sie fährst. Und du weißt, du hast die Fähigkeit dazu und du bist ermächtigt, dies zu tun. Und so geht es jetzt in diesem Saturnjahr und in dieser Zeit, in diesem Wassermann-Zeitalter auch darum, dass du rauskommst zu warten, dass es geschehen wird, aus dieser Hilflosigkeit und aus dem Opferdasein, dass du die Verantwortung übernimmst, deine Gedanken, deine Worte und dein Tun ausrichtest. Richte dich auf in deine wahre Größe und nimm deine Macht ein, die du bist. Und nun am Jahresende diesen turbulenten Jahres haben wir wieder ein Tor von 14. bis 20. Dezember sind die Türen geöffnet für viele Lichtwesen und Lichtbegleitungen, die uns unterstützen, die uns auch dieses Jahr schon unterstützt haben. Wir haben so viele Regenbögen gehabt. Vielleicht hast du dies auch bemerkt. Und wir haben astrologisch starke Konstellationen und in diese Kräfte können wir uns hineinlegen, uns öffnen und sie wirken lassen, das Licht, die Sterne. Und auch wenn du nicht weißt, wo dein Ziel ist, wo du ankommen wirst, so geht es darum, dich der Veränderung hinzugeben und dich zu öffnen. Und dieses haben wir ja dieses Jahr gelernt, dass wir nicht wissen, wo das Ziel hingeht, sondern dass uns einfach die Öffnung bleibt und uns einzulassen. Und in diesem Einlassen geht es auch darum, dass du dich traust, deinen Schmerz, deine Angst und dein Leid zuzulassen. Genau so auch wie deine Stärke, deine Kraft, deine Qualität, deine Freude und an Weihnachten vor allen Dingen auch deiner Liebe, deiner annehmenden, transformierenden Herzenskraft. Am 21.12. ist Wintersonnenwende. An Weihnachten ist das Lichtfest. Am 31.12. verlassen wir das Jahr 2020 und am 1.1. beginnen wir das Jahr 2021. Eine Zeit voller Tore und Kräfte. Und da hinein möchte ich jetzt mit euch gemeinsam meditieren. So trinken wir jetzt nochmal
gemeinsam Wasser oder Tee, was du dir hingerichtet hast. Und dann stelle deine Fußsohlen auf die Erde. Richte deine Wirbelsäule auf. Recke dein Haupt dem Himmel entgegen. Und schließe deine Augen. Wir lenken jetzt in dieser Meditation unsere Aufmerksamkeit auf die Zonen und Qualitäten, die für unsere heutige Meditation von Bedeutung sind und uns mit wundervollen Kräften versorgen. Sei wertfrei, mach dich frei von Erwartungen. Und wenn du Begriffe und Vorgänge oder Zusammenhänge, die in der Meditation erwähnt werden, nicht kennst, dann halte dich daran nicht auf. Es geht nur beiläufig um deine Denk- und Verstandesorientierung. Vielmehr sollst du diese Meditation einfach erleben, so wie du sie erlebst, genau so. Es ist eher ein Durchschreiten. Ein Wandeln. In der Meditation spreche ich von Göttlichkeit und dieses ist für mich eine lichtvolle, kreative Schöpfungskraft. Wenn diese Bezeichnung für dich nicht stimmig ist, dann ersetze sie einfach für dich passend. Und nun kehre mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Füßen und deinen Fußsohlen ein. Und lass deine Fußsohlen wurzeln in Mutter Erde. Und spüre den Halt und die Stabilität, die sie dir schenkt. Und die Nahrung und die Kraft, die sie über die Wurzeln in dich strömen lässt. Mutter Erde liebt dich und hält dich mit ihrer Anziehungskraft auf der Erde deiner Heimat. Sie stärkt dein Körpergefäß, deine irdische Materie. Und legt ihren Mantel der Geborgenheit um dich. Sie kräftigt dein Körpergefäß für die heilige Schwingung und die Resonanz des Lichts.
Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Scheitel und über deinen Scheitel hinaus und öffne dich dort für die kosmische, himmlische Lichtenergie des Vaters. Dieser Lichtstrom enthält Informationen deiner geistigen Führung und des Universums, der Akasha-Chronik. Du brauchst nichts zu tun, lass diese Kraft einfach in dich strömen, in deine Zellen, in dein Gewebe, in deine Atome, in deine Organe. In deine Aura, in dein ganzes Sein. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum, in deinen heiligen Tempel, den Sitz deiner Ganzheit und Heilheit. Deiner Göttlichkeit. Hier sitzt deine hochfrequente, kreative Schöpfungskraft, die alles wandelt und heilt. Und dann kehre in deinen Atem ein. Sei mit deinem Einatem, der die ätherische Energie der Lebendigkeit in dich bringt. Und alles auf feinstofflicher Ebene mit Lebendigkeit füllt. Und sei mit deinem Ausatem, der dir das Loslassen von Schwere und irdischer Begrenzung und Leid schenkt, der dich leicht macht, entlastet und befreit. Einatmen und ausatmen. Und dann lege deine Hände vor dich in den Schoß und übereinander lass die Schalen nach oben geöffnet sein.
Und lass dich dort hinein energetisch dein Jahr 2020 hineinlegen. Du brauchst nichts zu tun. Lass es einfach geschehen. Und dann bitten wir um den Segen des Lichts für dein Jahr 2020. Und dann nimm deine Hände an dein Herz und bring dein Jahr 2020 in deinen heiligen Herzraum hinein. Lass es durchleuchten. Lass die Transformationskraft deines Herzens wirken. Hab keine Angst vor Schmerz, Enge oder Leid. Erlaube Heilung und Wandlung. Und lass das Schöne und deine Stärke kräftigen, auf dass es sich vermehre und sich als Kraft aufbaut und verbreitet. Und dann lege deine Hände wieder übereinander in deinen Schoß mit den Handflächen nach oben. Und lass sich dort dein Jahr 2021 energetisch hineinlegen. Du brauchst nichts zu tun. Und dann bitten wir die hohen Lichtkräfte, und die Erzengel, und deine geistige Führung, dort alle Informationen hineinzulegen, die du brauchst. Und dein Jahr mit den Kräften und Qualitäten zu segnen, die du brauchst. Und dann nimm deine Hände und dein Jahr 2021 in dein Herz hinein. Und lass es dort ankommen und ankern, so dass du dort in deinem Herzraum jederzeit zugreifen kannst auf diese Kräfte und Informationen.
Und dann lege deine Hände wieder in deinen Schoß zurück, übereinander und mit den Handflächen nach oben. Spür hier im Jetzt deinen Körper, deinen Atem. Deine Kraft. Und dann lass in deinen Händen sich die Erde mit all ihren Lebewesen hineinlegen. Sodass wir auch für sie bitten können, die großen Mächte des Lichts und die Erzengel, für Heilung und Frieden, für die Erde, ihre Lebewesen. Und allem, was an diesem Transformationsprozess daran ist. Wir bitten um Heilung, Frieden und Harmonie auf allen Ebenen. Und wenn du möchtest, dann nimm deine Hände und die Erde, die gesegnete Erde mit ihren Lebewesen an dein Herz und in dein Herz hinein. Und segne sie mit deiner Herzkraft, deiner göttlichen Kraft. Und spüre die Verbundenheit und die Einheit, die wir sind. Die Einheit in ihrer Vielfältigkeit. Die Schönheit. Und wenn du deine Hände nun gleich zurück in deinen Schoß nimmst, dann lass alles dieses mit aus deinem Herzraum gehen, was rausgehen soll. Lass nur in deinem Herzraum sein, was du brauchst, dich stärkt und kräftigt und heilt. So lege jetzt deine Hände in deinen Schoß zurück. Und spüre dich noch einmal, deinen Atem, deine Kraft. Das Geschenk deines Lebens. Und vertraue und lächle in all dies hinein. Und wenn du möchtest, dann öffne dich für den himmlischen Segen.
Die himmlische Quelle segne dich und behüte dich. Das gnadenvolle Licht des Kosmos scheine mit dir, vibriere durch dich und gebe dir Frieden. Und dann lass uns gemeinsam drei tiefe Atemzüge nehmen und mit dem Ausatmen löse dich aus unserer Verbindung und der Verbindung dieser Gemeinschaft zurück in dich hinein, sodass du ganz frei bei dir selbst bist. Wir atmen ein. Atme ein. Und noch einmal atme ein. Und dann atme tief ein und aus und öffne deine Augen und komme zurück ins Hier und Jetzt. Ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast, dass du dabei bist, dabei warst und grüße dich von Herzen. Namaste, bis bald.